Bist du ein Mann oder eine Frau? Wer weiß das heute denn schon so genau? Man braucht einen Kurs, um zu verstehen. Auf welches Klo darf ich heute gehen? Muss ich sitzen oder stehen? Eine Frau zu sein ist schwer. Baumelt da unten etwas hin und her. 60 Geschlechter oder mehr. Da wird die Auswahl etwas schwer. Dann nehme ich einfach non-binär. Bin ich sie, bin ich er, bin ich die, das oder der. Wenn ich cis, bin ich queer, das weiß ich nur, wenn ich studiere. Ich definiere mich jetzt als Stuhl. Ein Haufen Ärsche finden mich dann cool und setzen sich in mein Gesicht. Doch das stört mich dann hier nicht, denn das ist ja meine Pflicht. Am liebsten wäre ich androgyn. Dann könnte ich mich mit beiden Dingen spielen. Ein bisschen Frau, ein bisschen Mann. Und im Klo stehe ich nicht an, weil ich im Stehen pinkeln kann. Bin ich sie, bin ich er, bin ich die, das oder der. Wenn ich cis, bin ich queer, das weiß ich nur, wenn ich studiere. Androgyn, non-binär, ja, dann wird die Auswahl schwer. Weißt du nicht, was du bist, wechsel einfach hin und her. Die Energie ist sich unein, viele Geschlechter es tatsächlich gibt. Kein Ding, ich bin ja tolerant. Doch nichts zu suchen hat's im Kinderland. Drag Queen zu sein ist ja okay. Doch was man wirklich nicht versteht, dass sowas in die Kita geht. Lasst unsere Kinder Kinder sein. Und richtet ihnen nicht den Blödsinn ein. Auch Blocker für die Pubertät. Das ist etwas, was echt nicht geht. Wenn man doch nicht im Leben steht. Wer du bist, ist egal, das geht keinen etwas an. Doch du bist noch ein Mann, hast du unten noch was dran. Dieses LGBTQ war am Anfang wie ein Spiel. Doch man kann's auch übertreiben, was zu viel ist, ist zu viel. So, liebe ZuseherInnen, Außen und Essen oder wie Lukas von Nullpunkt sagen würde. Hallo. Liebe Damen und Herren und alle, die sich noch nicht entschieden haben. Ich sehe jetzt schon wieder einen Haufen Shitstorm auf mich einprasseln. Ja? Und deswegen noch ein paar nette Worte zum Schluss an die Regierung und die LGBTQI plus 2 hoch 3 oder sonst wie Community. Und ich berufe mich auch hier wieder auf Artikel 5, freie Meinungsäußerung in Wortschrift und Bild. Für mich ist es ohne Belang, was wer ist oder was er glaubt, dass er ist. Ja? Ich habe damit kein Problem, mit keiner einzigen. Für mich ist keiner ein Arschloch, außer er beweist es. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Schwule, Lesben, Bisexuelle und sogar Leute, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben. Keiner von denen hat mit mir ein Problem oder auch umgekehrt. Es ist für mich wirklich ohne Belang. Toleranz kann mir wirklich keiner abstreiten. Ein Thema, worüber man eigentlich gar nicht erst diskutieren müsste, wenn man tolerant ist. Ein polarisierendes Thema. Warum nicht? Nein, warum polarisiert sogar? Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich auch nicht. Auch Bundeskanzler Nehammer wurde nach seiner Aussage sofort zurückgepfiffen. Es gibt biologisch gesehen nur zwei Geschlechter. Nein, diese Aussage, die ist falsch. Aber wie viele genau, weiß man das? Ja, die Biologie ist sich uneinig, ist noch zu keinem finalen Schluss gekommen, wie viele Geschlechter es tatsächlich gibt. Dann gibt's halt Weibchen, Männchen und... Luan Pertl ist intergeschlechtlich, wurde also mit Merkmalen beider Geschlechter geboren. Das trifft bis zu 1,7% der Bevölkerung, geschätzt 150.000 Menschen in Österreich. Richtig, die Anzahl wird von 0,69 auf 1,7% geschätzt. Eine Minderheit also. Ist ja nicht schlimm, es ist okay. Ich gehöre ja auch zu einer Minderheit. Ja, es ist halt immer in gewisser Weise eben dieses Thema mit Minderheiten. Weißt? Und ich finde natürlich, Minderheiten haben natürlich ihr Recht auf ihr Dasein. Herumstehen und sitzen in Gruppen ist nicht gestattet. Tja, wir waren am Anfang auch über 30% und sind nur noch ca. 20%, die sich nicht erpressen lassen haben. Aber fällt euch was auf? 1,7%? 20%? Ja, aber egal, lassen wir das. Wie viele transistente Menschen es in Deutschland gibt, ist ja nicht genau bekannt und nicht erfasst. Laut Studien definieren sich in den USA zum Beispiel 0,6 bis 0,7% der Erwachsenen als Transgender. Das kanadische Statistikamt ermittelte 0,33%. Der Stand 23.02.2023. Soll jeder leben, wie er will, solange er keinem schadet oder etwas aufzwingt. Ich wünsche jedem gönnerhaft das Beste und viel Glück im Leben. Aber wie Tom von Nullpunkt schon so schön sagte... Schau, ich akzeptiere dich, so wie du bist. Okay. Ich merke mir diesen Namen, diese Bezeichnung nicht. Ja? Wenn man mit LGBTQ allerdings schon kleine Kinder konfrontiert, die noch nicht mal bei der Selbstfindungsphase angekommen sind, habe ich schon ein Problem. Drag Queens im Kindergarten finde ich also nicht so nice. Mit einer roten Nase könnten wir darüber reden. Das wäre... Ja. Drag Queens wären also erlaubt. Nikolaus und Krampus wurden schon mal verboten. Das verstehe wer will. Genauso bin ich normal, habe ich den Pudertanz in Gmunden gefunden.
wo sich splitterfasernackte Personen wild rumgestikulierend mit Puder beworfen haben. Und die Tatsache, die mich stört, vor einem Kinderchor, der davor aufgetreten ist. Genauso wie die Frühsexualisierung Normalität werden soll. Beginnend im Kindergarten mit Masturbationsaufklärung. Im Kindergarten, hallo! 0 bis 4 Jahre Selbstbefriedigung und Interesse am eigenen und an dem der anderen Körper entwickeln. Das Ganze ist in 4 Sparten unterteilt. 0 bis 4, 4 bis 6, 6 bis 9 und 9 bis 12 Jahre. Und auch 9 bis 12 finde ich ziemlich krass. Erste sexuelle Erfahrungen machen und lernen, Online-Pornografie zu nutzen. Braucht es echt so einen straffen Zeitplan? Seid mal ehrlich, hattet ihr denn auch? Ich bin alles andere als Brüde, aber sollte das zu Zeiten meiner Kinder umgesetzt werden, gibt's Homeschooling. Am 23. Juni 2024 berichtete die Corona-Zeitung über einen Skandal, wo das Verfahren diesbezüglich schon wieder eingestellt wurde. Es gab sexuelle Aufklärung durch Pornos, die an gewissen Stellen vor- und zurückgespult wurden, damit man ja nichts verpasst, ne? In einer Volksschule im Mühviertel. Auch das Thema Kondome und Geschmacksrichtungen. Danach kamen die Fragen verschreckter Kinder an ihre Eltern. Wohlgemerkt, Volksschule. Ja, anderes Beispiel. Ich zum Beispiel habe keinen Bock zu gendern, aber es stört mich nicht, wenn sich jemand auslebt, wie er will, solange er keinem schadet. Es gibt Menschen, die spielen Disco-Fußball. Bis vor kurzem auch nicht gewusst. Sprich, während dem ganzen Fußballspiel wird durchgehend getanzt. Manche behaupten, diese Leute würden damit Fußball ruinieren. Naja, es nimmt keinen Schaden und es löst auch keinen Krieg aus. Also bitte, viel Spaß, wer will. Es gibt ein Championship für Hobby-Horse-Riding, wo man mit einem Holzstecken zwischen den Beinen und einem Pferdekopf dran bei Bewerben rumläuft und rumhüpft. Nicht mein Ding, aber naja, jeden viel Spaß, der will. Genauso gibt es Menschen, die sich gerne als Hunde verkleiden. Pup-Play nennt man das. Da beschlüpfen Menschen, großteils, so war es zu lesen, schwule Männer und Transpersonen in die Rolle eines Hundes. Auch hier viel Spaß, solange keiner einen Schaden nimmt oder ein Krieg dadurch ausgelöst wird. Jeder hat sein Hobby. Ich zum Beispiel versuche Informationen zu verbreiten, die unsere zwangsfinanzierten Fernsehsender großteils einfach nicht bringen wollen oder falsch berichten. Deswegen zahle ich ja auch keine ORF-Fake-News-Gebühr. Ich gönne jedem einen Partner, der die gleichen Interessen teilt und verkleidet euch als Hunde, Steckelfisch, Sonnenschirm oder spielt Pronomen-Scharade. Ist mir egal, kein Problem. Aber zwingt diese für manche Menschen absurd klingenden Dinge nicht anderen auf. Besonders ein Appell an die Politik. Gendern zum Beispiel ist jahrelang schon ein Unding, das keinen interessiert. Warum will man mit Zwang so einen Schwachsinn umsetzen? Verstehe ich nicht. Gendert, wenn ihr wollt. Ich werde es wie auch die Minderheit von mittlerweile ca. 90% nicht machen und kann gut damit leben. In diesem Falle, habe dir einen schönen Tag.